Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kontrast. Sorry, mein Aufnahmeprogramm hat gerade irgendwie rumgesponnen. Egal. Ich habe noch mal nachgeguckt. Ich glaube, dieses Spiel gibt es sogar auch für den PlayStation Store, für die PlayStation 3. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht, aber da hätte ich das sogar lieber für die PlayStation 3 genommen. Gut, wie gesagt, meine Version ist jetzt für den PC, unterstützt auch den Controller, also eigentlich macht das keinen Unterschied, nur manchmal, wie gesagt, meint mein PC so ein bisschen rumspinnen zu müssen, deswegen ja, hätte ich vielleicht lieber die PlayStation 3 Version genommen, aber ist okay, wir machen das jetzt so und begeben uns zum dritten Akt. Okay. Gehst du da oben hin? Keine Ahnung, Kleine. Frag ihn mal. Ich glaub nicht. Ja, Moment. Ich will erst mal gucken, ob hier irgendetwas ist. Was ist hier? Okay, was ist hier? Kann ich nicht anschalten. Vielleicht aber auch, weil ich glaube, ich habe gar keine Leuchtkugeln mehr übrig. Was ist das denn hier? Gar nichts? Okay, da geht's nicht weiter. Schade. Ich dachte, ich hätte hier jetzt irgendwie ein super tolles Geheimnis irgendwie entdeckt, aber nö. Spiel sagt nein. Gut, daneben nicht. Hätte ja sein können. Okay. Dann nicht. Jetzt habe ich vergessen, wo sollten wir denn hin? Ja, okay, da ist sie. Und was ist hier? Ich glaube, etwas, wo ich schon wieder ein bisschen weit voranschreite. Oh, hier sind sogar nur vier. Okay. Da ist noch so eine. Alter, ist das hier. Groß. Okay, ist hier was? Gott, wo bin ich hier? Vielleicht müssen wir hier alles noch hin und ich grase das schon wieder viel zu früh ab. Das kann gut sein, aber gut. Gehen wir noch einmal kurz nach da vorne. Weil da habe ich auch noch was gesehen. Oh, sieh mal an. Hallöchen. Und jetzt war doch noch hier vorne etwas. Genau, hier. Da. Oh, what the fuck. Ah, what the hell. I've missed you so much. Hey, where's Nomar? You've been pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe you should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family and my good. If this is another train wreck, it's not just going to be you and the train this time. I'm not going to let it wreck this time. Promise. I've missed you so much. He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family and my good. Johnny, if this is another train wreck, it's not just going to be you and the train this time. I'm not going to let it wreck this time.
promised. I've missed you so much. Okay, Frage, wie soll ich da oben hinkommen? Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny, if this is another train wreck, it's not just going to be you and the train this time. I'm not going to let it wreck this time. Promise. I've missed you so much. He's in pretty deep with some bad people, Dee. Maybe he should make good with them first. Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. If this is another train wreck, it's not just going to be you and the train this time. I'm not going to let it wreck this time. Promise. I've missed you so much. Ja, macht weiter. Nicht macht weiter, also ja, macht weiter, aber kommt zum Ende so. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. If this is another train wreck, ach, muss ich da dashen? I'm not gonna let it wreck. Das könnte sein. Okay, ich glaube, ich muss da dashen. Ich vergesse das manchmal. Geht doch, gerade so. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt aber endlich zu Dorothy. Dorothy, ja. Und beginnen mit unserer eigentlichen Aufgabe, was auch immer das schon wieder sein wird. Oh Mann. So, da bin ich doch schon. Hat gar nicht lange gedauert. Excuse me, Mister. Do you know where Mr. Vincenzo's workshop is? Yep. Everybody knows where he is. It's by the clock tower. You can't miss it. But good luck getting inside. When's it been? Thank you. Come on! Alter, da war wieder mein gruseliges Gesicht. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Okay. Ja, das kann vielleicht auch an meinem PC geschuldet sein. Der spackt manchmal ein bisschen. Okay. Hier willst du rein? Oh Gott, sieht ja schon kriminell aus. Ja, es ist einfach mal so offen, alles klar. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Wie es der Zufall will, habe ich sogar welche. Und das hier sieht schon gefährlich aus. Okay. Dann wollen wir doch mal. Also wir hätten so oder so die Leuchtkugeln suchen müssen. Nee, ich wollte eigentlich... Genau, das wollte ich. Ach so, muss ich das so... Oh Gott. Na? Ja, so, so. So lassen wir es doch mal. Kommst du drauf? Ganz knapp nicht, oder was? Ach Gott, wieso ist da noch eine Kugel? Um Gottes Willen. Das kann ja wieder lustig werden. Oh, shit, weiß schon. Warum muss ich denn auch noch eine Kugel mitschleppen? Euer Ernst?
wisst ihr was? Ich nehme die Kugel jetzt erstmal hier mit hin. Also in den Raum daneben. Und vielleicht kann ich dort was mit anfangen, weil hier habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und das hier ist ja schließlich nicht umsonst offen, ne? Okay. Okay. Ich bin etwas überfragt. Muss ich... Hä? Okay, gehen wir erstmal nach hier oben, oder kannst du das nicht? Du willst mir jetzt ernsthaft sagen, dass du das nicht kannst? Schleppe ich die Kugel halt wieder mit. Aber hier bin ich ehrlich gesagt genauso ratlos. Was? Hä? Was soll ich denn hier machen? Kleine, kannst du mir mal vielleicht irgendwie einen Tipp geben oder so? Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Weil, nee, ich bin gerade irgendwie so richtig überfragt. Ich kann auch nicht dashen mit der Kugel. Ich kann gar nichts. Was zum Teufel? Und hier das alles, das brachte mir doch auch nichts. Ich bin jetzt ehrlich gesagt echt... So ein bisschen überfragt.
Na, musst du da nicht hoch? Leute, ich mache erstmal eine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eure Katja.